Hallo ihr Lieben, ich dachte mir, ich nehme mich jetzt auf YouTube mit, weil, und ich lade es euch auch direkt gleich hoch, weil auf Instagram explodieren meine Stories gerade. Ich weiß nicht, ich bin da so oft viel aktiv, dass ich keinen Platz mehr für weitere Stories habe, denn dann habe ich so eine richtige Ameisenstraße und das möchte ich nicht. Und weil ich sowieso hier auf YouTube viel lieber bin, also viel lieber bin, heißt jetzt, ich mag Instagram total gerne, aber hier kann ich halt langsam, ich kann langsam reden, Lisa. Hier kann ich langsam reden, hier kann ich, muss ich nicht gucken, oh Gott, das sind ja 20.000 Sequenzen, was ich da schon wieder gequatscht habe, muss ich ein bisschen cutten oder so, sondern hier kann ich einfach reden und ich muss nichts beschriften und keine Ahnung. Und deswegen dachte ich mir, ich nehme jetzt einfach die YouTube-Kamera mit, denn wir gehen jetzt einmal zum Action. Ich bin eigentlich nur hier, weil ich eine Saftpresse brauche oder so eine Zitruspresse oder so. Wir haben so viele Mandarinen und Orangen zu Hause und ich besitze sowas nicht. Keine Ahnung, ich bin der festen Überzeugung, beim Action finde ich sowas hoffentlich. Und Zewa brauchen wir noch. Genau. Süß, oder? Sieht heute super süß aus. Genau. Deswegen dachte ich mir, bevor mitnehmen wollt ihr immer, deswegen dachte ich mir, nehmt YouTube mit. Ja. Aber wird jetzt nicht so dieser klassische Live-Rundgang. Wahrscheinlich wird das so ein Quickie. Ja, das wird jetzt ein Quickie. Leute, los geht's. Wisst ihr, aus welchem Grund es noch ein Quickie wird? Mein Akku 40%. Ich habe nur 40%. Ohne Scheiß, ich glaube, mein Handy muss ich irgendwann austauschen. Ich habe gar nicht so viel gemacht. Wir haben es 11 Uhr und mein Akku ist jetzt schon bei 40%. Ich glaube, der Drip, doch das Neue. Was ist das? 15er ist das Neue jetzt, gell? Muss ich mir holen. So, los geht's. Direkt mal die Wochenangebote anschauen. Ich habe sie mir noch gar nicht angeschaut. Schauen wir mal, was es da so gibt. Kissen mit Kunstfell. Die sehen aber voll schön aus. 4,39. Die sieht auch cool aus. Heute ist ja genau das neue Angebot gestartet. Genau immer Mittwoch ist es ja. Vielleicht finden wir ja irgendwas, was wir noch brauchen. Töpfe. Ich bräuchte mal neue Pfannen. Ob die gut sind? Oh, Blue Wunder, von denen habe ich schon oft gehört, dass die voll gut sein sollen. Also nicht die Tücher, sondern Blue Wunder, dieses Mittel zum Tisch mal schnell abputzen oder sowas, Tücher. Ich glaube, die nehme ich mal mit, aber ich weiß nicht, was die kosten. Sag's euch dann später. Hier sind auch noch ein paar Wochenangebote. Sieht schön aus. Textmarker. Schaut mal, wie schön verpackt mit diesem. Ich mag das total gerne. 99 Cent. Auch cool, oder? Das sind wie meine Nägel hier. Schöne Nägel, ja? Die sind ein bisschen rausgewachsen jetzt schon wieder. Auch Handtücher sind gerade im Angebot. Fühlen sich gut an. Elektrische Zahnbürste, auch krass. Für 9,99 kann man nichts sagen. Und das habe ich gesehen. Also habe ich mir doch wieder die Action-Angebote angeschaut. Dass das. Meine Kinder kneten das so gern, aber was ist da jetzt so Specialiges dabei? Nichts eigentlich, oder? Das ist so ein Kitchen-Ding. Das ist mit so einem Waffelteil. Auf mehreren Quetschteilen und Waffeln und Knete. Kostet auf jeden Fall 9,95. Was ist das? Das sieht auch cool aus. Ist das das gleiche? Nee. Sieht alle anders aus. Das ist nochmal eins. Halt so Kleinzeug ist da dabei. Mit der Spritze bestimmt ganz cool. Ich weiß nicht, was wir zu Hause haben, was nicht. Was ist das? Kuscheltier. Ein Dino. Okay. Putzmittel sehen auch immer so geil aus. Aber ich hatte den Mai und die waren nicht so geil. Und ich bin ja so voll zufrieden mit meinem Clean Gang. Aber die hatte ich halt alle noch nicht. Ne? Aber wenn ich die wieder nehme und dann bin ich wieder nicht zufrieden. Das muss ich dann später noch mitnehmen. Ich hoffe, ich denke dran. Und ich denke an meine Zitronenpresse. Oh, sind die schön. Schaut mal. Meint ihr, wenn ich mir das kaufe, kriege ich dann auch Frühstück? Frühstück? Frühstück ans Bett? Gibt sogar noch in Dunkel. Ja. Meint ihr, das ist eine Anregung für meinen Mann? 7,95. Ist aber cool, ja? Ja, ansonsten gibt es ja gar nicht so viele neue Sachen hier. So ein Drahtkörbchen. 1,99. Was macht man da rein? Sieht voll süß aus. Habt ihr einen Vorschlag, was man da reinmachen könnte? Sieht auf jeden Fall süß aus.
Ah, Action hat wieder neue Möbel. Schaut mal. Voll schön. 15,95 nur. Das sieht mega aus. Ich gehe mal näher hin. Da auch ist so ein Bambu-Tischschrank. Das haben wir gekauft und irgendwie ist das schwachsinnig, also das braucht er nicht kaufen. Eine Zitruspresse müsste doch rein theoretisch hier irgendwo sein. Rein theoretisch. Aber das ist der Laden. Oh Gott, ist das süß. So, schaut mal, kleine Pfännchen oder solche. Ne, wenn man so kleine Gerichte anrichtet, kleine Lasagne zum Beispiel, für jeden persönlich, für die Kinder reicht das ja voll und da eine Suppe. Cool. Mich begeistert man immer mit sowas. Die fand ich auch schon immer cool für Pommes. Sollte ich vielleicht echt mal mitnehmen. Da ist man, im Urlaub hatten wir das, da hat die Amelie auch aus so einem Schälchen gegessen und hat sie voll gern draus gegessen. Da kann ich ja Pommes einfach vorher so frittieren und dann da rein zum Anrichten. Voll schön, oder? Oh, süß. Das ist niedlich, ein bisschen klein, oder? Ah ja, wenn du eine kleine Portion hast zum Abgießen. Süß. Okay, heute ist alles süß. Die Pfannen sind ja gerade im Wochenangebot für 19,95. Sind, habe ich vorher nicht gesehen. Ob die gut sind? Fühlen sich gar nicht mal so schlecht an. Oder soll ich mir mal lieber hochwertige kaufen, weil ich das hier dann bereue? Ich habe ein Problem, Leute. Also normalerweise müsste ja hier irgendwo diese Zitruspresse sein. Es gibt aber keine. Das ist ein Smoothie Maker, ein Standmixer. Nein, ich muss einfach so zum Zitronen auspressen. Das würde ja vollkommen reichen. Also ich meine, so oft machen wir jetzt auch nicht Saft selber. Aber Fehlanzeige. Action. Du besitzt sowas nicht. Da sind die Körbe. Nee. Bin ich blind? Küchenpräsenz, Waage. Oder auf der anderen Seite. Was ist das? Das ist ein Messerset. Das sind Strohhalme. Trinkhalme aus Glas, aber auch voll günstig, gell, für 79 Cent. Sind das zwei Stück? Ne, fünf. Fünf Picks, also eine Bürste und vier Strohhalme. Ach Mann, ich will doch... Ein Eierschneider gibt es hier sogar, wisst ihr? Aber keine Zitronenpresse oder was? Voll gut, aus Edelstahl. Die Messer sind übrigens Bombe, gell? Sollte ich vielleicht auch mal wieder welche mitnehmen. Kosten nur 1,49 und sind echt geil. Hat sogar eine Schutzkappe immer dran. Gibt es auch in größer. Kosten die überhaupt 1,49 und große Flasche einassortiert, oder? Aber ich brauche eine Zitronenpresse. Das gibt's doch nicht. Teesieb, alles haben sie aber. Teekanne, kein Zitronensieb. Wow, ein Topfuntersetzer. Ist die falsch eingeordnet, hä? Ach Mann. Vielleicht hier noch? Nee. 13-teiliges Dosenset, Kühlschrankboxen. Die haben wir auch zu Hause. Die habe ich letztens mitgenommen. Die sind voll praktisch. Für in die Schublade und alles zum Ordnen und sowas. Kostet nur 79 Cent. Und es gibt es in unterschiedlichen Größen. Da hinten können wir eine andere Größe noch zeigen. Das ist echt praktisch. Ich liebe ja sowas. So, zum Sortieren. Oh, das erinnert mich voll an meine Kindheit. Da hatte ich auch immer so einen Becher, wo man dann hier so oben aufschraubt. Hattet ihr auch sowas? Irgendwie quält mir der gerade. 1,99. Aber ich brauche doch was anderes. Ach Mann. Ich sehe so viele schöne Sachen. Schaut mal, wie cool. Da kannst du so richtig Ordnung machen. Machen die gut zu. Wir verschließen auf jeden Fall luftdicht. Durch den Gummi hier drin. Richtig cool. 2,49. Ist aus Plastik? Könnte man alles so schön reinräumen. Und gibt sogar noch in Höhe auch noch. Voll schön. Aber wenn du sowas anfängst, dann musst du fast alle umtauschen. Ne? Ist das gesprungen? Nee, ist das ein Babball. Gibt es auch so Brettle. Das haben wir. Das ist super cool. Da fragt ihr immer wieder, wo ich es her habe. Jetzt gibt es gerade wieder. Ist ja immer nur Aktionsware. Gell? Irgendwann gibt es nicht mehr dieses Drehtellerchen. Drehbrett. Die haben auch noch andere Aufbewahrungen. Also nicht nur die Bambusdinger, sondern sowas, sowas. Sowas sieht auch cool aus. Das ist aber Glas jetzt. Auch schön. Voll viel Neues. Die ersten Gartensachen gibt es schon. Ich habe übrigens gerade gefragt, die haben keine Zitronenpresse. Wo kriege ich eine Zitronenpresse her?
Wieso hat es der Laden nicht? Das sind die ersten Gartensachen. Das freut mich total, weil dann weiß ich, das haben wir übrigens in Luanas Zimmer, das ist super, super praktisch. Da haben wir die ganzen Papiere unterm Schreibtisch, da steht das richtig praktisch. Was wollte ich sagen? Also wenn hier die Gartensachen kommen, dann weiß ich, es dauert nicht mehr lange und der Frühling kommt. Der Frühling kommt. Ja. Aber ich bin jetzt traurig. Meine Zitronenpresse. Ich weiß jetzt, was die kosten. 1,99. Das sieht ja auch schön aus. Ich überlege gerade, ob ich einen passenden Platz habe. Ich weiß gar nicht, was das kostet. Da steht nichts dran, aber ich denke nicht viel. Oh, ich habe so einen blöden Husten. Jetzt bin ich traurig. Ich bin voll traurig jetzt. Okay, jetzt mal die Zitronenpresse her. Die Ostersachen werden auch immer mehr. Das Puzzle haben wir schon. Das habe ich natürlich auch wie jedes Jahr schon gekauft. Das ist ja dieses Activity-Buch. Dann gibt es noch Eier. Ganz viele Ostersachen. Aber das habe ich auch gesehen. Was war denn das nochmal? Das spricht irgendwie, gell? Sprechendes Ei. Irgendjemand hat das in der Story oder im Reel. Irgendwo habe ich das gesehen. Sprechendes Osterei. Aber braucht man das? Hier gibt es auch so Silikonnetzchen. Die finde ich ja richtig cool, wenn eure kleiner sind. Und zu einem unschlagbar krassen Preis und auch schöne Farben. Schaut mal. Ja. Gibt es auch normale, aber die sind, glaube ich, praktisch immer abwaschbar und so. Handtücher waren im Angebot, gell? Hier, irgendwie ist das immer nur vorne frackiert, preislich. Fitness. Wenn wir nicht schon 20.000 Memories haben, würde ich das mitnehmen. Was soll ich das mitnehmen? 1,99. Kinder mögen noch so gern Pferde. Gibt unterschiedliche. Da unten auch noch Tino-Spiel. Gibt immer auch noch coole kleine Spielchen. Ich muss auch immer irgendwas mitnehmen, gell? Den Eiswagen, die hat die, also das ist jetzt ein Burgerladen, aber Amelie hat den als Eiswagen, gab es auch mal als Eiswagen, liebt sie, war ein Weihnachtsgeschenk, hätte aber, glaube ich, 14,95 habe ich gezahlt. Genau, das war damals im Angebot. Ach, dieses Painting ist auch immer, ach, das ist zum Anmalen, das ist ja cool, schaut mal, wie groß, Surprise meistert mit Pinsel, oh. Das wird den Kindern, glaube ich, Spaß machen. Vor allem mit der Leinwand. Das ist echt cool, ne? Das ist süß, das ist für die Bella. Aber auch für die Luana. Hier gibt es sogar dieses Magnetding da mit diesen Kugeln. Aber ich weiß nicht, was das kostet. Das ist ja ganz woanders eingeordnet. Müsste dann bestimmt da vorne irgendwo sein. Aber keine Ahnung. Ich bin jetzt noch schnell in Kick reingegangen, mit der Hoffnung, dass die hier so eine läppische Zitronenpresse haben. Ich habe keine Ahnung, was daran so besonders ist, warum das niemand hat. Deswegen ist wahrscheinlich der Grund, warum ich das auch nicht zu Hause habe, weil es noch nie irgendwo gegeben hat. Marktlücke. Keiner verkauft eine Zitronenpresse. Das gibt es doch nicht. Ich sehe auch hier keine. Na endlich. Kick errettet mich. Eine Zitronenpresse. 2,49. Nehmer. Ich wusste gar nicht, dass Kick so viele elektronische Geräte besitzt. Das ist voll krass. Ja, ich gucke mich jetzt ein bisschen im Kick um. Oh, schaut mal, das sind doch Hogwarts-Pullis, oder? Hogwarts, Harry Potter und so? Oder ist das nicht? Doch. Ha, direkt erkannt, Harry Potter. 12,99. Bella, ihrer ist nämlich zu klein. Die hat einen von ihrer Oma geschenkt gekriegt. Der hat jetzt nicht so kapuzenmäßig, aber der sieht fast so ähnlich aus. Den hat sie jetzt der Luana weiter vererbt. Ah, da mit der Kapuze in schwarz. Oh, das wäre bestimmt was für sie. Wartet mal. So, das super Mutti hat jetzt Aufbackpizza gekauft. Hier, aufgebackte Pizza. Zitruspresse habe ich auch gefallen. Oh, das ist so ein Wind. Ich weiß gar nicht, bin ich. Das kann ja immer dieses Mikrofon dann voll rauschen. Auf jeden Fall, den Harry Potter Pulli, den schwarzen, gab es leider nicht in Bellas Größe. Jetzt fahre ich nochmal schnell zu einem anderen Kick. Deswegen aufpacken. Ach, schade. Ich war jetzt beim Kick gerade, bei dem hier in eine andere Zweitstelle. Und die haben den gar nicht bekommen. Also die hat mir gerade erklärt, dass gar nicht jeder
Tick die gleiche Wade kriegt und der ist ein bisschen kleiner und da hat er gar keinen so einen Tisch zum Ablegen. Deswegen hat er das jetzt nicht bekommen. Ich werde ihn wahrscheinlich online bestellen, weil die Bella wird sich da voll freuen. Ich hätte es jetzt nur gern von der Größe, wollte ich sagen. Und dann habe ich das Ding abgebrochen, weil ich einen Schlüssel reingesteckt habe und ging hier voll die Musik an. Genau, ich beende jetzt auch diesen kleinen Mini-Einkaufs-Live-Vlog-Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen, so ein bisschen mitgenommen zu werden. Wenn euch das gefällt, mache ich das öfters. Dann, statt ich das auf Instagram dann zeige ich es hier. Weil im Endeffekt für mich ist das gleiche. Hier ist es sogar weniger Arbeit für mich. Gut, doch, fast gleiche Arbeit, weil dann muss ich es noch schneiden auf YouTube. Aber gerade wenn ich so einkaufen bin, ist das, glaube ich, immer schlauer YouTube. Und alles andere dann Instagram. Ja, ich muss da einen Weg finden, wie ich euch beides immer so ein bisschen bespiele, weil ich ja weiß, ganz viele, jetzt stecke ich es wieder rein, dann habt ihr wieder gleich keinen Ton, weil ich ja ganz weiß, dass viele gar nicht auf Instagram sind, aber könnten da ruhig rüberhüpfen. Lisa Schnapper heißt ich, da würde mich total freuen. Einfach auch abonnieren und dann seht ihr jeden Tag meine Stories, dann seht ihr jeden Tag, was ich mache. Und natürlich hier auch abonnieren und Daumen nach oben und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, ihr Lieben, und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, danke, dass ihr hier seid. Ciao!